Ja, dann guck mal doch mal rein. Was für Abgeschlossen. Alles andere Verrückte. hätte mich auch irgendwie enttäuscht. Boah, ernsthaft. Benutze Schlüssel mit Labortür. Mama, Mama, Mama. Oha, Hui. das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ach Quatsch. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ach Quatsch. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Bronzehahn. Igitte, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Igitte. Ja, wer soll's? Brauchen wir jetzt mit Chronicle? Oh, oder die Pfeifen. Bin Ah, irgendwie falsch ihr seid gelaufen. noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Rowdies mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Wow. Beeindruckend, nicht wahr? Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein, 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 nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber. Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Die mit ihrer Scheißklausur. Ich schätze hierfür wett. Sie erwarten Großes. Recht haben Sie. Ich werde Sie nicht enttäuschen. So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man? Eine 4D-Brille, um dünne Sch... Die besteht aus Bo... Nein, 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 nein. Genau. Ich bin Sch... Sie können... Wir sind die Kle... Immerhin. So, Kinder, es... Was benötigt... Eine 4D-Brille, um dünne Stellen in der Raumzeit aufzuspüren. Die besteht aus buntem Glas und einem Brillengestell. Nein, 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 nein. Genau, Hildi. Irgendetwas, das Tachyonpartikel emittiert. Volle Punktzahl. Ich bin stolz auf euch. Okay. Buntes Glas haben wir ja schon mal. Ich Und behalte das meine Sache. So wird der Schaden. Hatte ja schon. Woher kriege ich jetzt bitte, halt mal, warte doch, das. Läuft so eine Substanz raus. Ich weiß ja nicht, was es bringt, aber. Ich gitte bei. So. Soll ich jetzt damit anfangen? Das ist ja nur Altöl. Ich muss es irgendwie loswerden. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Ein Eimer. Nicht vielleicht ein Hilfsmittel, um Zeitportale zu erzeugen? Ganz sicher. Verdammt.
Wer kann mir sagen, was das hier ist? Schrott? Entweder das oder es ist eine 4D-Brille. Nein, es ist Schrott. Sie ist ja auch noch nicht fertig, okay? Propheterkäse, das ist doch Ziegenkäse, oder? Und da oben ist eine Ziege. Wie kriege ich die Ziege da runter? Kann ich die mit Altöl herlocken? Yum, 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 lecker Altöl, lecker ist das Altöl. Oh, und da ist eine Brille. Nix. Dieses ganze Zeitgereise scheint meine Superkräfte zu korrumpieren. Hier ein bisschen Altöl. Er muss sich auf seinen Schlag konzentrieren. Schlägt er auch mal? Nicht, wenn du ständig seine Konzentration störst. Zum Hörsaal. Da ein bisschen Altöl für dich, Gold. Ein bisschen buntes Glas. Ich sollte sauer auf sie sein, aber sie... Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Das würde bestenfalls alles verstopfen. Weg mit dem Zeugs. Läuft. Zwar... Was hat das jetzt gebracht? Muss ich jetzt schon wieder auffüllen, oder was? Hä? Die Regenrinne ist hier oben. Da war das Viech drauf. Hier oben ist die Regenrinne und läuft hier runter. Ah! Oh! 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 Ich glaub... Ich ahne, was passiert. Oh! Oh nein, oder? Nein, das kann ich nicht tun. Das kann ich einfach nicht. Na doch, ich kann es tun. Ich bin ein Arschloch. Hau drauf. Und Schlag. Igitt. Was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Igitt. Bravo. Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Hallo? Ich hab genug. Ich will nicht mehr. Auch das ist eine wichtige Lektion. Wer aufgibt, hat schon verloren. Ach, halt die Klappe. Ich auch. Man sollte diese Barbaren beim Ziegenschutzverbund anzeigen. Das arme Tier müsste längst wieder gemolken werden. Hey, Finger weg von unserem Schrottballtrainingssack. Wie ich schon sagte, das ist eine Ziege. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Die behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber wie bitteschön sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen? Da bin ich überfragt. Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Dürfte ich dann mal kurz euren Trainingssack melken? Na klar, bedien dich, aber sei vorsichtig. Manchmal beißen sie. Nein, danke. Nochmal. Ich hab noch. Das erinnert mich an meine kurze Karriere als Industriespion in den Schlonzer Wurstminen. Ich weiß immer noch nicht, wie meine Tarnung auffliegen konnte. Das riecht wie der Tank in Max' Labor. So, und da wir jetzt eine 4D-Brille brauchen? Diese Glasscherben wären genau das Richtige für meine 4D-Brille. Schade nur, dass sie von alleine nicht haften bleiben. Filterkäse. Nix da. Solange meine 4D-Brille noch nicht fertig ist, kann ich damit doch keine Zeitanomalien aufspüren. Na toll. Genau in das. Schade nur. Bei noch irgendwas, was klebt. Hast du gar nicht. Ja. Mach mich wieder. Im Labor war nichts mehr.
Na komm schon, wo ist das Achievement, hä? Wo ist das Achievement? Komm. Oh Mann. Mir geht es so pidupi. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Aha. Sie hauen ja ganz schön rein. Der Tabak hat angefangen. Und dabei wollte ich doch nie wieder rauchen. Wo sind die Nikotin-Kaugummis? Stuhl. Dieser Stuhl beleidigt mein empfindliches Symmetrieverständnis. Aha. Da hat doch jemand in meiner Klasse Kaugummi gekaut und mir nichts abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt Hausaufgaben. Da hat doch jemand in mein... Und mir... Hier. Gib zu, du hängst an mir. Ansichtssache. Haftet der Stiefel am Hundehaufen oder der Hundehaufen am Stiefel? Hm. Naja, jetzt haben wir wenigstens für den Dekan ein Kaugummi. Das ist doch schon mal etwas. Hier, yummy, yummy, yummy. Ist das ein Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Aber der Tabak ist so gut. So lecky schmecky fantastikecky. Ein Jammer. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Komm schon, Mac, ich brauche deine Hilfe. Wobei, die Welt ins Verderben zu stürzen? Hast ja recht, das schaffe ich auch ohne dich. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotin-Kaugummis, aber ich habe ein Kaugummi und da ist Nikotin drin. Wird schon passen, oder? Selbstgemachtes Nikotin-Kaugummi. Wird schon passen, oder? Ja, lecker. Nikotin-Kaugummi? Oh, Junge, 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 Junge. Ich merke gerade, dass ich einen Mordskohldampf habe. Warte, ich setz nur meine Beißerchen kurz wieder ein. Fantastisch. Wird gleich viel entspannt. Das sollte... Mir geht es so pidupi. Meister Pfiffloch's Dentalkleber. Denn gibt es Schöneres im Leben, als wenn die Beißerchen gut kleben? Bei Benutzung Zähne unbedingt richtig herumhalten, ja. So, zack. Damit machen wir jetzt unser Brillenglas fertig. Hier und hier. Und hier. Zap, zap. Ich präsentiere die 4D-Brille. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Macht. Ja. Hat das ja echt viel gebracht. Hä? Wo läuft denn der jetzt automatisch hin? Oder ist der Euter dieses Tieres in ein mysteriöses Licht getaucht? Nein, danke. Ich hab noch. Hey. Oh je. Hier, lass uns mal lieber. Obwohl, warte mal, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit der 4D-Brille dieses Zeitportal angucke? Machen wir jetzt mal kurz in jedem Raum. Nein, danke. Nee. Pisse. Rein ins Labor. Los geht's. Wer kann mir sagen, was das hier ist? Soll das etwa eine 4D-Brille sein? Es
ist eine 4D-Brille. Ist das da buntes Fensterglas? Nicht anfassen. Das ist ein hochsensibles, wissenschaftliches... Ja. Ich sehe eine Art Ring. Das muss eine Stelle sein, an der die Dimensionsmembran zur Zwischenzeit besonders dünn ist. Nicht dünner als deine Herleitung, Nerdo. Hehe, genau, Hildi. Es ist inmitten der Maschine. Oh, gut. Dann müssen wir ja gar nichts mehr kalibrieren. Fortuna hat die Seiten gewechselt. Jetzt sind die Dummen vollends am Arsch. Hier ist die Raumzeit dünn genug, um ein Portal zu erzeugen. Jetzt muss ich es nur noch aufbekommen. Ja, und dazu brauchen wir... Das da muss ja hier wahrscheinlich rein. Wer kann mir beantworten, warum es eine gute Idee ist, Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Und dazu gleich die Anschlussfrage. Welche Farbe haben Tachyonen? Sie meint pink. Dann ist es bewiesen. Feta-Käse imitiert Tachyonen. Notiert euch das. Es riecht nach Feta-Käse. Ein Profi-Wissenschaftler meines Schlages benötigt keine weiteren Anhaltspunkte, um zu wissen, was nun zu tun ist. Da! Das Portal ist offen! Aber es ist viel zu klein. Vielleicht ist noch nicht genug Druck auf den Tachyondüsen. Mehr Druck? Kein Problem. Ich bin der Oberdruckerzeugemeister. Daniel! Abgespritzt. Schlimperdibix. Unter dem Teppich war ein weiteres Portalpotenzial versteckt. Was machen wir denn jetzt? Ja schon, aber ob das sicher ist... Wer nichts probiert, kann nur verlieren. McChronicle! Hurra! Hurra! Die Tachyonen müssten sich im näheren Umfeld des Portals verteilt haben. Die Chance, dass sie ein Portal nach Kuvak geöffnet haben, ist relativ hoch. Wie hoch ist hoch? Keine Ahnung. 1:1000 vielleicht? Und ist das gut? Relativ. Es ist die einzige Chance, die wir kriegen. Und damit eine mehr, als wir verdienen. Apropos, ich muss noch Ghoul holen. Das heißt, der Sprung ins Ungewisse ohne garantierte Rückkehr muss warten? Nein, ich hole sie lieber sofort. Okay, ab nach Kuvok. Oh. Komm schon, euch nehme ich mit. Ach, herrje. Wenn er sich weiter so an... Dann halt nicht. Komm, Gold, wir müssen jetzt in ein unbekanntes rosa Loch springen. Wir haben es geschafft. Die Jungs und ich haben ein Zeitportal geöffnet. Bravo. Ach, sei doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich biege das wieder gerade. Und ich hab gesagt, verschwinde. Komm schon, Gold, setz den Hut ab und... Hey, Finger weg. Ich verstehe ja deinen Standpunkt. Immerhin war dein Puppentheater mit den Schnabeltieren nicht gerade subtil. Puppentheater? Ach das! Ja, das war Absicht. Aber schau sie dir an. Sie sind beide gefangen, ohne jede Hoffnung. Ich werde nie aus meinem Hamsterrad entkommen. Moment, du denkst, du bist das Schnabeltier im Hamsterrad? Natürlich. Das ist ganz eindeutig das Weibchen. Schau hin, sie... Ha! Ich wusste es! Es gibt Hoffnung! Du hast recht. Es ist das Männchen. Wenigstens ist sie jetzt frei. Ja. Wow. Schau nur, wie sie sich freut. Die fängt sich schon wieder. Andererseits, man sollte Metaphern auch nicht überstrapazieren. ja. Da liegt doch was. Was ist das? Hey, gib das her! Wann hast du das denn gemacht? Als du dich auf dem Jahrmarkt rumgetrieben hast. Na und? Oh, so süß.
damit bist du durch den Lavomat gekommen? Irgendwer musste ja dafür sorgen, dass es weitergeht. Aber warum bist du denn überhaupt so wütend? Weil wir nicht zusammen auf dem Foto sind? Nein, weil wir es sind. Die Momentaufnahme einer Illusion. Oder denkst du, wir werden das Bild am Ende des Tages in unser Fotoalbum kleben? Das alles hier muss doch letztlich wieder rückgängig gemacht werden, damit wir die Welt retten. Damit es keine Fuelogs auf Elysium gibt. So ist es doch, oder? Nein, ist es nicht. Dann sag mir eine Sache, die von unserem Abenteuer übrig bleiben wird. Wenn du das schaffst, komme ich gerne mit. Ha, easy. Am Ende ist es doch immer die eine Sache, die übrig bleibt. Da, schau hin. Der Kitsch. Die Hoffnung. Egal, lass uns los. Was ist denn jetzt los? Das sieht aus wie diese Zwischenzeit, die wir mit dem Timepod durchquert haben. Aber wo kommt die Stadt her? Und wo sind Goal und McChronicle? Die sind doch direkt vor mir durchs Portal gesprungen. Hey, du Fuelog! Verschwinde von meiner Veranda! Ah, ein Eingeborener. Kannst du mir sagen, wo ich hier gelandet bin? In meinem Rübenbeet! Moment, kenne ich dich nicht? Du bist doch Drüso, der Romantic Ninja. Bloß in alt und hässlich. Wie ist das nur möglich? Willst du dir hier um jeden Preis ein Loch in den Bauch fragen? Du meinst, ob ich dir ein Loch in den Bauch fragen will, oder? Nicht, wenn ich die Flinte richtig rumhalte. Oh,